Schön, dass ihr euch reingeklickt habt. Ich werde euch heute mal den Aqualung i770R vorstellen. Ist ein Rechner, den es etwa seit 7-8 Monaten am Markt gibt. Also gibt es schon ein bisschen. Ich hatte die Möglichkeit, den auch zu testen. Wir gucken uns erstmal so ein bisschen die Key-Features an, was der so kann, was der so hat. Ganz gut in der Preiskategorie, dass er in so einer Hartschalenbox kommt, finde ich. Der Rechner liegt preislich bei 799 Euro UVP und mit Sender zusammen möchte Aqualung 999 Euro dafür haben, also 1000 Euro rund, kann man sagen. Und ja, wie gesagt, er kommt in so einer kleinen Hartschalenbox, ist sehr nett in der Preiskategorie. Er hat natürlich in der Preiskategorie einiges an Konkurrenz, die er aber sehr gut meistert. Warum, komme ich gleich noch dazu. Der ist akkubetrieben, der Akku wird aufgeladen und in dieser Hartschale hier ist direkt so ein kleines Bag mit drin, kleines Reißverschlusstäschchen, wo das, ich fummel das jetzt gerade einmal raus, USB-Aufladekabel drin ist. Damit lässt er sich natürlich an jedem Handy, Stecker, Computer etc. aufladen. Das Kabel ist nicht dafür da, um die Daten zu übertragen, weil zur Datenübertragung hat das Gerät, was State of the Art ist, ein Bluetooth-Modul drin und wird dann mit der entsprechenden App Diver Lock Lite kann der verbunden werden. Und die App ist kostenlos und für Android- und iOS-Geräte nutzbar. Gut, ich habe ihn schon ein paar Mal getestet, was man unter anderem daran sieht, dass ich Bungees eingezogen habe. Die Bungees sind im Lieferumfang enthalten und der Umbau war sehr einfach. Normalerweise ist dieses Armband dran. Ich fand es angenehmer, mit Bungees zu tauchen. Man braucht zwei so kleine Imbusse und dann kann man das relativ einfach, ohne viel technisches Know-how umbauen und auf diese Bungees umstellen. Der Rechner ist bis 100 Meter Wassertiefe tauchbar. Eine 3-Tasten-Navigation bei 3 sehr gut zu erreichenden Knöpfen. Die Knöpfe sind ein bisschen abgehoben und man kann die selbst mit dicken Handschuhen noch ganz gut fühlen. Also das fand ich sehr angenehm, dass das so keine so fimschigen kleinen Knöpfchen sind, sondern dass sie sehr gut handelbar sind. Die Menüführung ist super einfach. Ich kam direkt klar, ohne mir irgendeinen Quick Guide oder irgendwas anzugucken. War sehr intuitiv sozusagen. Was ein richtig gutes Feature ist, ist das Display. Das TFT-Display ist extrem gut ablesbar. Ich sitze hier in knalle Sonne, ist extrem hell und ich kann noch alles sehen. Man kann die Helligkeit auch einstellen, um die Batterie so ein bisschen zu schonen. Die Batterielaufzeit bzw. Akkulaufzeit war der Hammer. Ich habe insgesamt 5 Tauchgänge mit dem Gerät gemacht und der war bei 92%. Die Tauchgänge waren alle tief, waren alle um die eine Stunde rum und im Flachbereich war es sehr sonnig und hell. Das heißt, da war die Helligkeit dann ziemlich hoch vom Display und hat trotzdem echt viel, immer noch nach 5 Tauchgängen viel Akkulaufzeit gehabt. Das Format ist sehr gelungen, also ist nicht zu groß, nicht zu klein. Ich finde diese riesen Klopper am Arm, finde ich persönlich immer ein bisschen too much, zu viel und das ist die optimale Größe. Er ist für das, was er kann, ziemlich leicht. Man hat die Möglichkeit, insgesamt 4 Sender anzuschließen. Ist für technische Taucher natürlich sehr interessant. Und ja, dementsprechend ist die Zielgruppe von dem Rechner von Sporttaucher, ambitionierten Sporttaucher, bis hoch in den technischen und ambitionierten Tech-Tauchbereich durchaus einzugrenzen. Also es ist ein vielfältig einsetzbares Gerät. Ich kann es nur empfehlen. Ich fand es echt cool bisher beim Tauchen. Und ja, ich habe wirklich krampfhaft versucht, ein bisschen was Negatives drüber zu finden. Fiel mir sehr schwer, ehrlich gesagt. Ja, so viel dazu.